Wenn ihr Hunger habt, empfehlen wir euch bei Leos Burger zu gehen an der Lützburger Straße auf Nummer 91 zu Berlding neben der Q8. Autocenter Gödert, eure Pneuenhändler, fand ihr zu Dickrich an der Zone industriell. Wir bieten euch Almosen und Pneuen, Felgen und Accessoiren sowie Stockage, Spurausstellung, Vidange und Bremsen, Wand- und Lokation von Schneeketten und außerdem ein Self-Car-Wash. Autocenter Gödert, eure Pneu-Spezialist, fand ihr auch unter www.pneu-gödert.lu. Der 16. und 17. Juni ist es um Goodyear Circuit zu Kronmarbierge im Rundgang. Wir fangen nun mit dem ersten Kurs vom Lützburger Circuit Championat. Den Depart aus Kind und Kauf Riedsalings probiert Lange zu fahren, für als ersten an die Garagekeier anzubauen. Es setzt sich und spürzt der Loris Cianciatti mit dem Hyundai. Nur enger rum, überhält dann aber der Charles Kaufmann mal Porsche die Leadership. Am Bild der Brisposi mit BMW M3, dritten an der ersten Kurs vom Weekend. Am am Go-Grenge Seat, der Claude Roth feiert den am General. Auf die 5. Platz könnte Claude Dichter mit Porsche, am 6. könnte Jean-Marie Dumont mit BMW 325 E-Cup. An einem Bild mit Toyota GT86 der Luc Schmidt. Tanja Flammang war auch am Start beim VW Fun Cup und sammelt ihm wichtige Punkte für das Lady-Championat. Am Bild der Mike Schmidt beim Opel Astra, hin und schon ist er am Samstag abgegangen mit einem Motorschritt.
Ausgefallen an dieser Kurs ist der Cédric Pirot mit dem Honda. Probleme gehofft auch um den Amerika-Cup, wo die Franz Ehren im Steuer sitzt. Es wurde gemerkt, an der Altschung von der Kurs hatte Charles Kaufmann an sein Auto einen kleinen Pause angelöscht, weil der Loris Cianciatti war ihm handeln und ein paar Schock. Die ganz längste Fuhren aus der Naturgang. Der Scherl führt sich eine Menge Wars raus und gewinnt den Kurs für Loris Cianciatti. Ich fand das ein nationales Circuit, den einzigen, den wir haben, und das war immer flott, für dann noch den nationalen Sport ein bisschen zu unterstützen und dann auch mitzufahren, obwohl du natürlich mehr flott oder mehr groß oder mehr schnell stecken am Ausland sind. Aber da war immer flott für heute zu Lützeburg, weil es ja auch nicht weiter weg ist, also auch vom Budget überschaubar ist. Das fand ich ein Auto haben, dann noch mit Lizenz in der Reihe und das ist dann eben noch halb vor. Ich meine, das sind viele Leute, die dann direkt an das Ausland gehen, dann nicht mehr rumkommen. Ich fand da aber der Wert, oder muss bei so sein, dass auch noch Leute halb vor, aber nicht oder die Lüge oder so seine Leute nicht gegen den Römenke rumkommen, und da ging es schon gut, wie ich vorhin, das war wirklich schön. Das war wahr. Du hast schon nur gesagt, du bist nicht nur heute, du bist auch im Ausland, und wie einer anderen im Nürburgring und Schmatt kriegt. Was sind da so deine Ambitionen? Weil ich habe bei 7 Jahren Pause gemacht, weil ich so beruflich ein bisschen auf andere Sachen fixiert war, die ein bisschen mehr wichtig war, wie Autosport an Ballosinger rum. Und ich habe meine Lizenz gemacht, für da um Nürburgring die Permit zu machen. Da muss ich mittlerweile Führerschein machen. Noch von der früher ewig gefahren habe, muss ich einfach 2 Steppen Führerschein machen. Die kleinen habe ich noch. Dann muss ich 2 Kurse mit einem kleinen Auto fahren, für dann können wir mit einem Porsche oder mit einem großen Auto zu fahren. Und dann ist mein Ziel, nächstes Jahr um 24 Stunden zu fahren. Und da tue ich eben die ein oder andere Kurs für einfach ein bisschen dran zu bleiben. Und das ist wirklich so mein Ziel als Rennfahrer, als Amateur-Rennfahrer, ist eben immer Nordschleife 24 Stunden, weil das eben sein, oder die Langstreckenkurse, weil das wirklich eine super Ambiance ist, und eben wo Autos von allen Marken, allen Gattungen, und Amateur bis super Profi und so weiter, mit den E-Fahren, und das ist wirklich ein bisschen eine flotte Gemeinschaft, wo da wäre das wirklich zu fahren. Und das ist eben das, was mir am meisten Spaß macht. Los, komm zurück auf Gudje. Wir sind noch hier an der Halbzeit. Ein Kurs ist gefahren, die zweite steht für unter dir. Wie war es denn am Resümee den ersten Kurs? Bei der ersten war nicht schlecht. Da war ich am Qualifying auf erster Platz. Und sind auch da relativ schnell fortgekommen, weil ich habe 2 Lernst gehuscht, weil den einen hat ich nicht richtig Prozedur gehalten und den anderen hat bis 0 aufgeholt, mir war egal. Und schön, dass du den Rum kriegst, und du bist auch ziemlich schräg, obwohl da war ein bisschen knapp ging, also im Moment. Aber schön, dass du nur aber im Kunden ein bisschen Platz rausfuhren, und das war ziemlich geschmeidig gegangen. Geschmeidig? Mir hat es ein bisschen aufgefallen, dass du zwischendurch ein kleines Päuschen gelöst hast, oder wie? Ja, ich hatte ein bisschen für mich selber und noch für mein Pneu ein bisschen etwas rausgeholt, weil das wirklich mit dem dritten Auto hier auf so einem tricky Circuit ist, das schon nicht evident, zum Beispiel, wenn ich mit meinen alten Pneu hier fahre. Das ist wirklich, das ist immer so auf Messer schneiden, da muss ich wirklich ganz, ganz präzise mit der Fangerspitze fahren, und das ist einfach richtig anstrengend.
Lützebäuer Circuit, wir sind beim Lützebäuer Circuit Championat. Ich habe dich nicht auf der Liste gesehen oder ich habe mich verguckt. Hast du dich nicht angemeldet oder ist das für einen Grund nicht? Nein, du hast mich am Anfang nicht angemeldet. Ich habe zwar gelesen, dass ich da muss du melden, soll du melden, was auch immer. Aber ich fand das einfach ein bisschen zu blöd, dass ich überhaupt muss melden, so mal will. Ich meine, wenn ich vierter fährt, aber wenn ich bei den Kurs vier, die vier geschrieben sind, dann ist es für mich normal, dass ich einfach am Klassement mal dran ist. Also Championat, du hast am Anfang noch nie etwas drauf gegeben, dann wird das auch nicht mehr. Wenn ich ihm da nicht dabei bin, ist nicht dabei, mir ist mir egal. Okay. Die zweite Kurs passt auf alle Fälle mal dabei. Wo sehen wir dich an nächster Zukunft am Ausland nach? Ich würde an der nächsten, also vielleicht nächste Woche oder die Kurs drop, dann VLN führen, also Nordschleife, also Langstreckenpokal und Nürburgring und dann vielleicht noch die eine andere Kurs dann an Deutschland oder zu Spar oder ich gucke, was gerade könnt. Aber vielleicht auch noch ein VLN. Also ich muss dort zwei Kurse VLN führen für mein Führerscheinsgeschichte an die Reihe zu kriegen, also die Permit A, aber wenn ich das tun, dann am Anfang das, was ich das Jahr brauche. Das ist am Anfang das Minimumprogramm und den Rest gucken, ich werde schon gut. Bon, Claude, wir sind ein paar froh, ich meine, wir sind auf der Gute, ja, das Circuit-Championat, ja. Geben uns ein paar Impressionen von den Moin und so, und denke, für was es hier ist und vielleicht nicht enger gerne einer Kurs. Für mich als eben Motorsportberuf, ich als Ingenieur für meinen eigenen Betrieb arbeiten. Und das hier ist schon mein pures Hobby. Dafür kann ich nicht allzu viele Kurse fahren, weil ich viele Überschneidungen habe mit meinen anderen Kalenderen. Und da hier ist die Chance, wer die Zeit für mich geht, wenn immer möglich ist, von hier ein Kurs aus. Genau. Ich hatte letztes Jahr noch den Modell 4 drin. Und das Jahr letzten Winter habe ich einen neuen gekauft. Dafür ist das auch für mich neu, dass die 3. oder 4. Kehle, wo ich mein Auto fahre. Und da fährt sich viel, viel mehr einfach. Das gut steckt mich schnell wie den alten Modell. Und wirklich Pleasure zu fahren hier. Okay, für was wissen nicht die zwei Kurse? Ich meine, du hast ein Auto gedealt. So ein Denken für was? Ich denke, das ist eine Tradition. Wir sind früher mit seinem Auto gefahren, mit seinem Auto. Und du hast auch schon gedealt. Und das wollten wir dabei behalten. Claude, mein Porsche, die letzten Jahre war ein paar Starter auf der Gute. Zähl uns natürlich für was, dass wir hier im Depot waren. Aber wir waren auch im Ausland in der Weg auf der Circuit. Und so, was wusstest du für's? Ja, normalerweise fahre ich PCHC, das sind die historischen Autos. Wir haben Cup-Auto in Deutschland. Das ist eine deutsche Serie, wir fahren in Deutschland, Belgien, Holland. Die fahre ich meistens. Und hier auf der Gute sind wir immer. Das ist der nächste Circuit-Kurs, den wir hier haben. Und ich bin der Meinung, dass wir ein bisschen den Automobilsport hier haben. Unterstützen. Dafür sind ich dann am Ei. Das ist eine gute Sache. Das letzte Jahr war es ja auch belohnt. Ich kann eigentlich so am Circuit-Championat, du warst ja noch in der ersten Schwerstposition. Wie hast du dazu gekommen eigentlich, dass du nur zweiten warst? Ja, wie hast du dazu gekommen? Ich kenne die Jungfrau zum Kant. Ich kann das nicht so. Ich bin einfach meinen Kurs gefahren, und das Resultat da reingehen. Ich bin dann mehr gestaunt, wie denke, war ich viel lang der Nächste. Das war aber leider Gottes so nicht Streichresultat. Und du hast die Rommere aber zu Echte gehen. Ich meine, das war mir verdient, wie wann ich den Platz gehabt habe. Weil ich möchte aber auch noch sagen, das ist ein bisschen das Reglement, was da ein bisschen gelungen ist. Du siehst vom Reglement, das Jahr, wir haben gesehen, die Leute, die sich angeschrieben haben, außer viele Fehler, da stimmst du nicht drauf. Was ist da der Grund? Da war es effektiv der Grund. Ich hatte das ein bisschen verschwäst. Und ich wollte das Jahr wirklich ein bisschen mehr nachfahren. Und ich dachte, ich kenne die 5 Kosten wahrscheinlich nicht zusammen. Und soweit ich mich erinnere, können am Februar auf der Buckel der Bastogne, da du stung auch zweimal dieselbe Nummer auf der Startlöch. Wir haben dich aber leider nicht gesehen. Sehen auch die Aventur, was du warst. Aber was hast du bei einer historischen Rallye eigentlich am Start warst, nicht auf einer Circuit-Kurs? Ja, aber ich hatte den Auto ein paar gesehen und wenn es mit Porschen so geht, dann verleben sich ein paar daran. Und ich finde den Auto unbedingt müssen kreieren. Und das war so eine Idee, die ich schon lange hatte, für ein paar die Buckel der Bastogne da zu fahren. Und wir sind noch in den Park gegangen mit meiner Frau. Ein nicht Mechanismus, ein Co-Pilot in dem Fall. Und leider Gottes hatten wir am Ende vom nächsten Tag einen kapitalen Motorschritt. Und da müssen wir noch fahren. Dann immer an die zweite Kurs starten. Wie ist es beim ersten Rennen heute Morgen verlaufen? Ja, der Morgen ist besser gelaufen wie gestern. Ich war mal ein bisschen mehr zufrieden. Gestern waren die Zeit wirklich schoppig. Ich meine, ich hatte alle Pneuen, ob die war wirklich im Moment. Ah, ist wohl besser gelaufen. Ich bin bei den anderen drüber geblieben. Für ganz viel Beiz, wenn du fährst, der alle Kerl ein bisschen leicht. Das ist aber der Spaß, den zählt. Und dafür fahre ich nicht. Finde ich da nicht. Also, Tanja, die erste Kehr um Depart bei einem Championatslauf um Circuit. Wie ist wieso dein Eindruck halt? Das heftig, wie sie fahren. Ich habe mir da nicht viel gestellt, nur den ersten paar Runden. Wenn die sich dass ich viel muss an den Spiegel gucken, was von Hand könnt, das habt ihr erwischt. Und wie hast du eigentlich dazu gekommen, dass du hier im Start bist?
Man schon ein paar Traktor jetzt schon gefahren, ein paar Slalom, ein paar Bierschkursen. Und man fand, ich habe mich durch die Gehörer auf das Zirkel probiert, mal lenken, ob das Spaß macht oder nicht. Das war top, denke ich, ein Schwimmen zu probieren. Und an allen Disziplinen, wo wir das bis so begehen tun, warst du auch relativ viel bei mit den Punkten. Erzähl uns mal, waren das am Anfang von der Saison deine Ambitionen oder was waren deine Ziele? Nee, also mit den Punkten sind ich selber ganz überrascht. Die Ziele waren einfach, den Auto kennenzulernen. Das ist das erste Jahr, dass ich eine ganze Saison fahre. Es war einfach, den Auto ganz los und auch viel Erfahrung sammeln. Das war top Dinge. Dein Auto, da das hier okay, du mal da wusste, du mal da Shopping machen gehst oder so am Dach, du mal drumherum fährst. Erzähl uns ein bisschen, die meisten Leute gesehen, du hast gesagt, wie sieht es aus? Was stößt eigentlich Hanna dem Funcup? Funcup ist ein richtiges Hirnwiesauto mit Gitarrenrahmen. Sonst, wir haben das Motto geändert, wir stecken das Motto dran, wir tapdingen als eigentlich Zirkus. Okay. Wir sind noch an der Mitte Pause, das heißt, nur dem ersten Lauf hier und dem zweiten Lauf, wie war der am Resümee den ersten Kurs verlauf? Aus Sicht war mir angenehm zu fahren wie gestern am Training. Ein bisschen gewundert, krieg, was die WH läuft. Problem am Auto, wir haben viel zu viel höheren finanziellen Ruhestruck und Turbo, den an Englisch ganz lach an den Keller fällt. Die heute an der Mitte stand drüber geschafft, weil ne schon wie gesagt es aus für den zweiten Lauf. Wir haben mal Handen, wie gesagt, abgemacht. Vielleicht dass die Luft dann besser rocken. Ich weiß es nicht, muss ich probieren. Okay, richtige Fehler nach vorne. Den Depart ausgehen für die zweite Kurs am Sonntag, 17. Juli. Es setzt sich direkt und spitz der Charles Kaufmann beim Porsche. Wir haben Duell zwischen dem Brice Posi mit dem BMW und Franz Arendt mit dem Lamera. Ebenfalls neisch geschenkt und sich die zwei TCR-Piloten Loris Cianciatti und Cedric Pirro. Vor einem Kampf konnte Loris der Lernste Cedric fahren und als am Moment Zweiten am General an dieser Kurs. Thank you.
den Thierry Beaujour könnte man Seat auf den 7. Platz am General. Sechsten geht der Claude Tichter mit Porsche, am fünften der Jean-Louis Dumont mit BMW. Schlussendlich geht Franz Arendt den 4. mit dem Lamera. An dem Podium von dieser Kurs gesagt folgendermaßen aus. 3. Cédric Pirot mit Honda, 2. Loris Cianciatti Hyundai und klare Gewinner Nesenka de Charles Kaufmann mit Porsche. Auf hier diesen Bericht aufzuschließen, sind dann noch Aufnahmen von den Kursen von unseren deutschen Kollegen. Garage Paul Wengler, seit 1926, ein Numm, ein Mark, ein Adresse. Wir sind Ihre Spezialist an Sachen Ford und Ford US. Mit einem breit gefächerten Fachwissen von Karosserieerbesten, Restauration bis hin zur Technik und Rennsport. Besicht uns zu Ettelbrück oder unter www.fordwengler.lu. Bei Mike. Wir machen Broderie, Transferdruck mit Folie oder Flock und Sublimation. Das alles auf verschiedenen Textilien oder Accessoiren. Außerdem Autokolon für Autos, Glas, Mauern, Bannen oder Bausen oder alle anderen Oberflächen. Auch bieten wir eine Autovollverlängerung oder Fenster verdunkeln respektive mit Sicherheitsfolie beschichten. Kontaktiert uns einfach per E-Mail unter info@bymike.lu.